Hey und willkommen zu Part 8 von Until Dawn. Wir setzen die Story wie immer fort und starten mit Sam, die ja Besuch hatte. Verdammt nochmal, meine Klamotten? Wirklich? Wer auch immer das war, bekommt von mir kein Weihnachtsgeschenk. Wirklich nicht cool, Leute. Überhaupt nicht cool. Eigentlich war das fast klar, dass er jetzt so rumlaufen muss. Als ob die jetzt so lang im Bad war, dass dieser Clown diesen ganzen Luftballons aufhängen konnte. Eigentlich, ja. Schlossen. Toll. Und ich laufe wieder generell in die Richtung, wo man nicht laufen soll. Okay. Ich fast gar nicht. Gerade wollte ich sagen, ich warte eigentlich schon auf den Jumpscare. Dass es jetzt aber die Uhr ist, hätte ich nicht gedacht. Die Ballons wollen nach Chris? rechts, gehen nach links. Mike? Emily? Das geht jetzt langsam echt zu weit, Die okay? hatten wir schon. War alles echt witzig. Haha, seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Reicht es euch? Schon eindeutig, wo wir hin sollen. Kann ich meine Klamotten jetzt zurückhaben oder soll ich das ganze Wochenende im Handtuch rumlaufen? Im Handtuch also. Na gut. Ergeben wir uns unserem Schicksal. Habt ihr den gesehen unter der Treppe? Will dem nicht nach, um ehrlich zu sein. Ich glaube, draußen wird alles abgesperrt sein. Letzter Versuch. Na gut, mit Handtuch raus wäre jetzt auch nicht die beste Idee gewesen, wenn man ehrlich ist. Aber immer noch besser als demnach. Müssen wir wirklich darunter? Auch schon? Wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Zumindest ist Sam ehrlich. Oh Gott. Ich stehe aber jetzt nicht unter der Treppe. Was? Er steht hinter der Treppe. Leute, kommt schon, ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir.
Hallo Samantha. Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott. Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Eine hübsche Badenix. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich dabei? Oh mein Gott, was hast du getan? Ich gebe dir noch 10 Sekunden. 9. Was? Nein. Was? 7. Bitte, nein! Vase werfen. Oh Gott, es gibt wieder keine Times. Springen. Ich glaube nicht, dass wir uns verstecken können. Ich will weg. Ich will nur weg. Ah. Weglaufen. Warum humpelt der? War das ein Wegsein? Kein Türgriff? Ziehen. Ich schmeiß das Ding um. Ja, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Aber sie hat einen Türgriff. Sie hat ihn. Mach auf, bitte! Ja! Und zu! Oh Gott! Oh! Natürlich fällt sie runter. Oh. Sehr vertrauenserweckend. Bitte. Ich hoffe nicht, dass die Dielen jetzt einkrachen. Verstecken. Sieht doch gut aus. Ja, bitte, Katzchen. Ja, Mietzi. Fuck! Oh Gott. Nicht bewegen heißt gleichzeitig auch Luft anhalten, übrigens. Oh je. Tja, das lief ja offenbar nicht so ganz nach Plan. Hab ich recht? Naja, ich leb. So reiflich brillant geplant und doch im Schlüsselmoment alles vereitelt durch deine Unzulänglichkeiten. Ich sagte, alles, was du tust, hat Konsequenzen. Glaubst du, dieser Fehler hätte keine Auswirkungen? Was du tust und was du sagst, lässt die Dinge sich ändern. Ja, welche Fehler? All der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vom Versagen. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert?
Der war in der Killer? Oh, Fern, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Ich dachte immer, es geht um uns! Also wir antworten. Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Du bist ein Psychopath. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm. Matt, was ist das? Keine Ahnung. Oh, die Wapitis. Warum sind die so? So schöne, ja, das passt. Matt, die waren doch ganz lieb. Was willst du tun? Reiß dich zusammen, bleib ruhig. Meine Fresse, bleib ruhig. Keine Panik. Nein. Die doch. Werden uns wehtun. Die Wölfe haben auch nichts gemacht. Und ich der eine. Ganz langsam. Sieht doch gut aus. Die Augen glühen von manchen. Nein. Lass die in Ruhe. Ist okay. Komm weiter. Ist okay. Meine Fresse, sie kann mal die Klappe halten. Dass wir das erleben dürfen. Ich darf eigentlich nichts sagen. Ich wollte jetzt sagen, ich bin echt happy, dass wir bis jetzt relativ unverletzt durchgekommen sind. Die meisten. Aber immer wenn ich das sage, passiert irgendwas, was einfach das Gegenteil beweist. Deswegen vergesst es wieder und wir laufen einfach weiter. Falls wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, dann sagen wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben. Für den Fall, dass die draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Wenn wir jemanden erreichen, sagen wir, dass wir Hilfe brauchen. Was willst du sonst sagen? Schick mir eine Pizza oder was? Also, Emily, ihr seid ja nur da, um Hilfe zu holen. Das ist verflucht grell! Ach, wirklich? Oh. Ich kann nicht sehen! Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Was, ein Totem? Gell? Führungstotem. Chris gibt die Waffe ab. Okay. Gucken wir mal ganz kurz nach. Hatten wir da noch das Wolfstreicheln? Hatten wir durch? Waffe Matt geben. Und Chris gibt die Waffe ab. Versucht das, was das Führungstotem sagt, im Normalfall einzuhalten, wenn irgendwie möglich. Also, Hopp, Bild, ja, Hopp.
nach oben. Oh, warum lässt du die Axt unten? Hat du vollhorscht. Hat er jetzt echt die Axt da unten gelassen? Warum nimmst du die nicht mit, als ob du mit der nicht klettern könntest? Und mir wäre es ganz ehrlich lieber, wenn Matt das Ganze machen würde. Bei ihm habe ich. Zu ihm habe ich mehr Vertrauen als zu M. Warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Diese Karte. Ich hab gerade gedacht, da liegt auch ein Totem rum. Also im Gegensatz zu M weiß ich, warum es da so windig ist, aber mir gefällt nicht, dass wir da ganz nach oben müssen. Das ist so in der Falle. Es gibt nur einen Weg nach oben, ne? War das so eine gute Idee? Ja. Siehst du nicht mehr, ob und wann wer kommt? Sorry, vermisst, Hannah. Hannah. Immer noch vermisst. Heute Nacht ergibt dir Verschwinden langsam mehr Sinn. Ja. Ich weiß, wir müssen das Funkgerät benutzen, aber genau deswegen mache ich es jetzt erstmal nicht. Wir wissen, was ich für Möglichkeiten habe, abzuhauen. Waffe! Ah! Falsche. Meine Schuld! Falsche Taste! Ja, nimm, nimm! Um Gottes Willen, nimm! Also. Und die gibst du Matt. Matt geben. Nimm du die, man weiß nie. Ei, ei, Captain. Richtig. Führungstote müssten wir jetzt erfüllt haben. Was? Lichtschalter? Es geht! Scheiße, ja, wer sagt's denn? Ja, aber... Ein Punkt für Matt und Emily. Too much attention. Ja! Ja! Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ja! Bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören. Bitte, wir brauchen Hilfe. Over, over! SOS, du Nuss. Scheiße. Hallo? Oh mein Gott! Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Hallo? Will uns jemand kontaktieren? Hier
ist die Park Ranger Station von Blackwood County. Wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. SOS. Bitte, 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 Hilfe, oh mein Gott, wir sind hier am Blackwood Mountain und hier ist ein Psychopath. Können Sie mich hören? Wiederholen Sie Ihre Nachricht. Es war nicht möglich zu verstehen, was Sie sagen. Wir brauchen Hilfe, bitte. Hallo? Matt, tu sie doch weg. Hilfe. Hilfe! Oh mein Gott, bitte Hilfe! Wir sind am Blackwood Mountain bei der Ski-Lodge und hier ist ein Killer und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte holen Sie uns, bitte! Ich empfange Sie nicht deutlich. Bitte wiederholen. Over. Wir sind oben auf dem Berg. Wir sind am Blackwood Mountain bei der Ski-Lodge. Hier ist ein Killer, er ist hinter uns her und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte helfen! Sie müssen uns helfen! Warum kann die einfach nicht klare, deutliche Worte? SOS würde doch schon reichen. Was beim Bewegungssensor. Bestimmt ein Scheiß. Ich höre Sie, Ma'am. Bitte bleiben Sie auf Position. Wir schicken die Hubschrauber, die Sie da rausholen, sobald der Sturm sich gelegt hat. Was? Wann? Wie lange? Oh! 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 Oh mein Gott, ist hier! Er wird mich umbringen! Bitte, F! Wir sind am Arsch! Oh, wir sind am Arsch! Mal, jetzt gibt's Quick Times. Oh mein Gott, Ben, was passiert hier? Der Controller geht auch schon ab. Schon ab. Nicht bewegen. Ja, und es fängt auch noch an zu brennen. Weiter so. Was fehlt noch? Emily! Hallo! Verdammt! Selbst wenn die Quicktime schafft, passiert sowas. Shit! Willkommen in den Minen. Irgendwie fügt sich alles zusammen. Verdammt! Verdammt! Mann! Oh Gott! Oh, sie lebt noch! Hilf mir bitte! Ich komme! Ich komme! Das Ding ist echt verdammt wackelig. Matt, du musst etwas unternehmen. Sofort. Worauf wartest du? Warum hüpfst du nicht nach hinten? Lass mich nachdenken. Denk nicht, du Idiot. Hol mich einfach hier runter. Nein, jetzt. Wir müssen retten. Nichts mit misstrauisch. Emily, du hast Angst. Du musst dich beruhigen. Alles wird gut. Ach, hör auf zu labern. Ich halte es nicht mehr aus. Hör auf, mich anzubrüllen. Und lass mich einfach machen, hä? Okay? Die macht's einem echt schwer, ne? Nein, hör du auf! Wieso musst du jedes Wort hinterfragen? Ich bin das sowas von leid! Was immer du sagst, nicht bewegen. Die macht's einem echt schwer, aber ich will sie nicht verlieren. Ich will versuchen, mit so vielen wie möglich irgendwie durchzukommen. Wir bleiben bei besorgt. Ich versuche, zu dir zu kommen und dich hochzuziehen. Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm. Bitte, 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 Matt, tu endlich was. Emily, retten. Rette sie. Ich komme. Rette sie. Rette sie, oh Gott. Bitte. Oh, shit.
nicht wie Hannah und Beth beide. Es darf nicht kippen. Nein, wir springen. Er muss. Oh nein! Fuck! Ich hab gedacht, wenn er springt, bleibt's noch. Ich hab gedacht, wenn er springt, bleibt's noch, verdammt. Ah! Ich dachte, Matt ist zu schwer für den Turm. Sie war nicht oben? Weiß nicht, hab sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Fallen euch die Ballons nicht auf? Naja. Aber um das kümmern wir uns beim nächsten Mal. Für heute soll es genug sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, grausigen Abend. Und dann bis zum nächsten Mal.